Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Tiger! Warum willst du gerade mich, Tiger? Okay, also erstmal mag ich dich. Wir sind beide vom selben Stamm. Also, als ich dich das erste Mal sah, traf es mich. Ich wollte dich unbedingt besitzen. Du bist mir doch nicht böse, oder? Nein, ich mag es, dass du so für mich fühlst. Du bist stark und du bist ein netter Kerl. Ich mag dich auch. Dann gibt es doch gar kein Problem, oder? Aber Tiger, ich denke, verliebt sein ist etwas anderes. Ich glaube nicht, dass unsere Gefühle füreinander wirklich Liebe sind. Ich verstehe das nicht. Egal, wenn wir den Dom angreifen, möchte ich, dass du an meiner Seite bist. Ich glaube, dass ich dadurch einfach alles besser machen kann, wenn du nur bei mir bist. Okay. Nimmt er mir jetzt Rinpo aus dem Team und kämpft mit ihm? Oder zwingt er mich dazu, Rinpo als festes Mitglied in unserem Team zu haben? So wie Rand und Rio. So viel Auswahl. Ihr habt lange geschlafen. Ach so, es ist... Entschuldigung. Ach Mann, meine Stimme, ey. So. Ihr habt lange geschlafen. Unsere Einheit ist schon unterwegs nach Bandu im Süden. Bandu. Bitte kommt jetzt mit uns. Hey. Sponsor. Da kämpfe ich nicht. Ich ruhe mich lieber erstmal aus. Was ist das blöde Siegel geklaut? Ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen in Bandu. Und selbst wenn, werde ich danach wahrscheinlich erstmal ausmachen und bisschen trainieren, leider. Da wird wohl kein Weg drum rumführen. Ha, dich kenne ich. Man sagt, wenn Vater Manson einen wirklich mag, dann ist man auch dazu in der Lage, nach Evrai zu gehen. Um zum großen Dom zu kommen, müssen wir mit dem Priester hier sprechen. Vielleicht können wir herausfinden, wie wir nach Evrai gelangen können. Wir sind nur zu dritt. Fällt mir gerade so auf. Dürfen wir vielleicht aufstocken? Scheiße, ich war bereit zu kämpfen. Ich habe dafür gesorgt, dass alles glatt laufen musste. Puh, das ist langweilig hier. Da, da, was für ein Mist. Wow, das ist eine verborgene Passage. Glaubst du, dass sie dort unten sind? Ich kann irgendwie heute einfach nicht vernünftig Rinpo sprechen. Ja, ich glaube, du hast es erfasst, Rinpo. Sieht ziemlich eng aus. Nein, ich weiß darüber jetzt keinen Witz, nein. Was glaubst du, Rio? Auch darüber reiß ich jetzt keinen Witz. Könnte es sein, dass der Priester sich wirklich hier unten versteckt? Natürlich. Ihr glaubt es das auch? Das ist verdächtig, oder? Okay, Rio, geht ihr rein und findet den Priester. Toll. Vor allem zu dritt. Komm mit. Tiger mag keine solchen engen Räume. Passt auf. Was du schon alles über deinen Ehegatten weißt. Ja, Katakomben. Natürlich. Ich kann euch nicht mehr weitergehen lassen. Warum schluck auf? Oh Mann, ich hab so keinen Bock auf den Scheiß hier. Betonung nochmal zu dritt. Hetzen. Fehlgeschlagen. Pau. Blöde Waffe, ey. Komm, das ist wieder so jemand, wo Nina nur einschaut. Das ist immer so ein bisschen heftig. Und ich weiß nicht, wie lang das hier unten ist. Ich könnte natürlich schon mit Zaubern um mich schmeißen, aber da habe ich irgendwie keinen Bock zu. Verarzten 2. Du willst mir erzählen, du kannst verarzten 2. Ich meine, das bringt dir nicht viel. Das ist quasi eine Runde, die du uns kein Damage machst. Und wir dir nur halben oder weniger, aber... es ist
trotzdem anstrengend. Jetzt komm ich nicht so. So. Bitte langsam sterben. Wenn das hier unten normale... Ich meine, der ist gerade aufgetaucht, aber wenn normale Gegner hier unten so heftig drauf sind, dann kann ich gleich wieder rausspazieren und erstmal eine Runde trainieren, bis ich Level 50 bin oder so. So, zwei Crits, das sollte doch langsam genügen. Nein, sollte es nicht. Na komm. Was mir auch erschreckend auffällt, ist, dass ich bisher nur drei Drachen formen kann. Und das alles auch so, zumindest laut der Optik, wenn ich angreife, Welpen sind. Das stört mich sehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch irgendwo Drachenkräfte gibt, die ich einfach nur nicht geweckt habe. Und das werde ich dann auch noch versuchen rauszufinden. Und gegebenenfalls ändern. Oh yeah. Lebende Rüstung. Yeah. Ich wollte sagen, es war ein Crit, aber es war ein Gegenschlag. Warum macht Ryo so wenig, wenn Nina verhältnismäßig so viel macht? Also Damage meine ich jetzt. Oh, wieder Gegenschlag. Ein Crit. Oh Gott. Ich bin mir relativ sicher, dass wir für dieses Gebiet unterlevelt sind. Man könnte mit Nina natürlich auch, ich weiß nicht, zaubern. AP-Sauger ist mies. AP-Sauger ist ganz mies. Vor allem, wenn das auch noch so große sind. Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, nächste Runde mit Nina zaubern, aber... Erstmal abgucken. AP. AP-Sauger ist ganz dreckig, Leute. Ganz dreckig. Oh, die machen auch Damage. Nicht gerade wenig. Okay, aber dafür gehen die Flammen recht schnell kaputt. Die haben nur knapp 200 Leben. Das ist okay. Da kannst du AP-Sauger so viel du willst. Übertreib's aber nicht gleich, ja? Unglaublich. Töten! Oh, Nina crittet. Super, Nina. Anstrengend. Sehr anstrengend. Wahrscheinlich wieder die Party am Tanzen. Ah, da ist ein Knochen im Weg. Ich wollte gerade sagen, warum komme ich nicht mehr vorwärts? Wir machen ein bisschen Zauber. Jetzt kann er auch schon wieder zaubern. Was ist da los? Das ist ja fast so effektiv wie zuhauen. Ich bin begeistert. Eis. Rüstung lässt es rosten, so nach dem Motto. Noch weniger. Cool. Gucken wir mal hier unten, was wir da noch haben. Einfrieren, Schneesturm einzeln. Heilige Kraft, alle. Vielleicht hilft das. Hör jetzt auf, das tut weh. Nein, nein. Das war's trotzdem. Danke. Sie waren ein tolles Publikum. Es stresst mich. Es stresst mich ganz tief in der Seele. Und das schafft dieses Spiel mittlerweile mit jedem Dungeon. Ich hab's einfach irgendwie ein bisschen satt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir nicht sonderlich, dieses Spiel. Ah, wer ist denn da abgehauen?
Mind Blaster. Oh yeah. Englisch lässt uns so verwegen aussehen. Du bist Feuer. Du kannst keine Eisattacken. Das ist ein verdammt nochmal ein brennendes Skelett. Hör auf mit Eis. Wollt ihr mich rollen? Komm, mit Babys. Oh, und Babys. Lächerlich. Der Schaden ist lächerlich. Besser als alles, was Nina sonst reißt, aber immer noch lächerlich. Jetzt ist sie sowieso tot. Gehe ich mal fest von aus. Ich versuche noch zu... Ja, es war so klar. Nee, das nervt mich. Das nervt mich. Wahrscheinlich auch besser so, sie macht ja eh keinen Schaden. Nö, cool. Und nach jedem Kampf heilen. Wenn man stark genug ist, dass man nicht nach jedem Kampf heilen muss, dann muss man gar nicht mehr heilen. Das ist bestimmt falsch. Dann gibt es da die Möglichkeit, die Tür zu verschieben. Okay, das ist irre. Natterstab. Klingt wie Rinpo. Clean? Warum versuche ich es überhaupt? Dann scheiß doch drauf. Ja, ich bin total genervt gerade wieder. Wie gesagt, das Spiel macht mir unheimlich wenig Spaß mittlerweile. Besonders immer wieder bei solchen Szenen. Sehr viel gelevelt dabei. Es ist. Oder es kann auch sehr. Also, ich will nicht unbedingt dem Spiel die Schuld in die Schuhe schieben. Es kann auch sein, dass ich einfach nur die Spielmechanik nicht vernünftig begreife, aber. Weiß ich nicht. Magie macht keinen Sinn und Nahkämpfer werden dauernd ausgebremst. Weil die Gegner immer öfter Nahkampfschwache. Ja, ihr wisst, was ich meine. Resistenz war das Wort. Nahkampfresistente Gegner auftauchen. Irgendwann hat man einfach kein Mana mehr und dann ist das Thema auch durch. Toll. Dass ich unterlevelt bin, kann man auch daran erkennen, dass ich schon wieder in der Initiative unter jedem Gegner stehe. Naja.